In unserer Bundesländerübersicht schauen wir jetzt auf die Corona-Lage quer durch Österreich. Wir starten in Wien, wo ja heute der Handel und körpernahe Dienstleistungen wieder aufsperren. Wie sich das auf das Infektionsgeschehen auswirkt, hat Florian Kibler nachgefragt. Noch immer Hochbetrieb auf den Intensivstationen, trotz Lockdowns. Im Schnitt waren im April jeden Tag 210 Intensivbetten mit Covid-Patientinnen und Patienten belegt. Seit rund zwei Wochen ist bei den Zahlen ein Rückgang erkennbar. Dieser Rückgang geht aber sehr langsam. Das war auch zu erwarten und liegt einfach daran, dass die Intensivpatienten sehr lange behandelt werden müssen. Und das heißt, jetzt liegen immer noch Patienten auf der Intensivstation, die schon vor mehreren Wochen den Krankheitsbeginn gehabt haben. Der Komplexitätsforscher rechnet damit, dass sich die Lage auf den Intensivstationen in den kommenden Wochen deutlich entschärfen wird. Anders bei den Neuinfektionen. Hier werden die Zahlen weiterhin nur langsam nach unten gehen, wenn überhaupt. Im Wochenschnitt sind wir nach wie vor rückläufig. Aber natürlich, Schulen sind seit einer Woche wieder offen, der Handel öffnet auch. Daher ist davon auszugehen, dass sich jetzt in den nächsten Wochen die Fallzahlen eher auf einem gleichbleibenden Niveau einpendeln werden, wie wir es momentan auch in anderen Bundesländern sehen, die keinen Lockdown gemacht haben. Der Forscher rät zu vorsichtigen Öffnungen ab 19. Mai. Die Gastronomie bereitet ihm als möglicher Infektionstreiber am meisten Sorgen. Hoffnung hingegen machen ihm die Impfungen, die jetzt an Fahrt aufnehmen und die Intensivstationen spürbar entlasten sollen. Seit vorigem Sommer ist Leonhard Schneemann als Landesrat zuständig für den Arbeitsmarkt. Er weist auf positive Entwicklungen hin. In Spitzenzeiten waren 11.000 Menschen in Kurzarbeit. Heute sind es nur mehr knapp 4.000. Im Burgenland gibt es momentan 105.000 Beschäftigte. Ein Zuwachs von 6% im Vergleich zum Vorjahr. Man sieht hier, die Wirtschaft springt wieder an. Wir haben auch hier Maßnahmen gesetzt im Burgenland, damit die Betriebe wieder in Schwung kommen. Seit Beginn der Pandemie hilft das Land der Wirtschaft mit millionenschweren Hilfspaketen. Der Handwerkerbonus wurde mehrmals verlängert. Das Land setzt zudem auf strategische Beteiligungen bei kriselnden Unternehmen, etwa beim Kurhaus Marienkron oder beim Nachfolgeunternehmen der Fassadenfirma Stangl. Hier haben wir mit der richtigen Maßnahme, mit der Beteiligung des Landes, hier dazu beigetragen, dass die Betriebe wieder stabilisiert wurden. Alle Betriebe, die wir hier unterstützt haben, konnten einen Zuwachs in der Beschäftigtenzahl verbuchen. Die Krise zu spüren bekommen vor allem ärmere Haushalte. Die Volkshilfe warnt vor steigender Kinderarmut. In Zeiten von Distance Learning habe die Krise zudem Auswirkungen auf die Psyche der Kinder. Zurück zum Arbeitsmarkt. Trotz massiver Bemühungen, Stichwort Bonusticket, ist der Tourismus weiterhin das größte Sorgenkind. Wir hatten hier keine Bewegung in den letzten Monaten. Wir haben gesehen, dass im Vorjahr über die Sommermonate natürlich die Branche wieder angesprungen wäre, aber mit dem Lockdown dann im Herbst wurden alle Betriebe wieder gesperrt und das spüren wir jetzt sehr massiv. Immerhin verspricht der Blick in die Zukunft Besserung. Mit den Öffnungen am 19. Mai geht auch der Tourismus wieder in Vollbetrieb. In der Altstadt von Hallein ist es nicht nur wetterbedingt ziemlich ruhig. Man merkt schon, dass wenige Gäste zu uns kommen, weil wir haben sehr viele Gäste außerhalb von Hallein. Und die Stadt ist insbesondere heute sehr leer. Die Halleiner haben sich mit den Ausfahrtstests abgefunden. Die Teststraßen sind fast ausgebucht. Ja, es ist im Grunde genommen einfach ein bisschen mehr Aufwand. Dadurch, dass der Test eben nur 48 Stunden gilt. Aber prinzipiell ist kein Problem. Es ist halt ein bisschen ungewöhnlich, wenn man mit dem Radl unterwegs ist. Darf man jetzt dort hin oder nicht? Weil an der Salzach die Grenzen nicht immer ganz klar sind, sind Spaziergänger und Freizeitsportler für Kontrollen gerüstet. Ich gedacht, da ist die Grenze, auf der am Riefersteg.
bin ich jetzt schon außerhalb. Ja. Also ich renne jetzt da 3 Minuten runter und renne dann wieder die Riefer Hauptstraßen hoch. Und dann war's das. Wir sind jetzt praktisch in Hallein praktisch und wie über die Brücken umgehen, wie in Niederalm und da brauche ich einen Ausweisrest. Ich hab's am Handy oben praktisch jetzt und zeig das einfach her, wann wer ist. Aber ich hab da noch nie wen stehen gesehen. Was etwa in sozialen Medien für größeres Befremden sorgt, ist, dass an den Ausfahrtsstraßenkontrollposten unbesetzt sind. Aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht um die 100%-Kontrolle, sondern es geht darum, dass möglichst viele Leute testen gehen und die Positiven herausgefiltert werden. Mir kommt es ein bisschen so vor wie in der Schulzeit, wenn ich die Hausaufgabe gemacht habe und die Lehrerin dann nicht kontrolliert hat. Derzeit sind in der Stadtgemeinde 170 Personen mit Covid-19 infiziert. Die Zahlen würden aber trotz verstärkter Tests nur moderat ansteigen, heißt es aus Hallein. Die aktuellen Corona-Zahlen in Tirol geben noch keinen Anlass zum Aufatmen, aber eventuell zum Durchatmen. Es ist so, dass die Zahlen stabil sind, eher nach unten tendieren. Mit dieser neuen Mutation, also die britische Mutation mit dem Zusatz E484K, die entwickelt sich für die Mutation schlecht, für uns gut. Die Zahlen sind hier stark rückläufig. Wir waren da doch auf knapp 1000 aktiv positiv Infizierte und sind jetzt knapp über 300. Und diese Mutation macht jetzt in der aktuellen Woche lediglich knapp über 7% der neuen Infektionen aus. Das liege neben den Maßnahmen des Landes, für die es auch Lob vom Gesundheitsminister gab, daran, dass die klassische britische Variante dominanter sei und damit die anderen zurückdränge. Auch in Sachen Impfen liege man voll im Plan. Ja, es ist so, es sind mittlerweile weit über 300.000 Impfungen durchgeführt worden. Es wurden ja jetzt die letzten Tage die Impfzentren im ganzen Land in Betrieb genommen. Gleichzeitig auch entsprechende Impfdosen an die niedergelassenen Ärzte ausgeliefert, sodass wir hier den Impfplan, so wie es Tirol sich vorgenommen hat, gut abarbeiten können. Alle gleichzeitig zu impfen wäre ideal, gehe aber leider nicht zu der Impfkoordinator des Landes. Doch alle impfwilligen Personen sollten bis Sommer ihre Impfung in Tirol erhalten können. Ob man ein Impfzentrum oder den Hausarzt vorziehe, liegt in der Entscheidung von jedem Einzelnen.